Silamon. Komm zu Mama. Uni. Ich schläf gleich ein. Uni, Uni, komm zu Mama. Oh, so ein Schatz. Frühstückszeit mit frischen Brötchen. Frisch aus der Backstube, aus der Müllerschen Backstube. Wir haben alles. Familienschatz, Backstube, alle da. Nur eins haben wir nicht. Nämlich bei der Auktion was bekommen. Pech gehabt. Nächstes Mal. Geld gespart, sozusagen. Oh. Wer weiß, wozu gut war. Mal gewinnt man, mal verliert man. Jetzt habe ich ein paar Sachen raus und dann fangen wir mal an. Wir warten zusammen auf den ersten Kunden. Kennt ihr noch von letzten Jahr? Zwar im Zeitraffer, aber dann ist es auch nicht so langweilig für euch. Wenn es bis um 2 wieder dauert oder um 3 oder wann das letzte Mal war. Okay, ich denke, ich habe meinen ersten Auftrag. Das ist hier doch noch mal tatsächlich, die Bremse hat sich hier verschoben. Schaut mal, der Kolben geht gar nicht mehr zurück. Der hier einmal frei. Der hier geht nicht mehr zurück. Der geht zwar draußen, aber nicht zurück. Und wenn man den manuell zurückstellt, dann springt das rein. Der kommt raus, aber sobald man bremst, kommt der nicht mehr zurück. Schaut mal an, ich baue mal ab. Aber zuerst wollen wir mal hier hinten unser Pegasus aus dem Weg. Den guten Oldschool Pegasus. Total als Bastlerrad angeboten bei eBay Kleinanzeigen, gerade für 20 Euro. Mensch, Leute, kauft das Ding doch für 20 Euro. Für mich lohnt sich nicht mehr als Laden. Da muss das Ding einmal frei funktionieren. Alle zentrieren, also es ist nicht viel, aber es, ne, aber es ist ja nicht viel, was gemacht werden muss. So läuft er ja. Also es ist nicht viel. Hier hinten muss ein Schlauch gewechselt werden. Die Kette ist runter, die müsste hier gemacht werden. Kette, Kranz vorne, Kranz hinten sieht gut aus. Ja, irgendwie so. Baut ein Single Speed draus, keine Ahnung, sind lange Ausfallenden. Man kann was draus machen. Man kann relativ günstig wahrscheinlich umbauen. Aufpeppen. Mit dem Oldschool-Rahmen. Frühe 90er. Für mich lohnt sich überhaupt nicht mehr, so ein Ding aufzubauen. Ist einfach zu durch. 20 Euro weg. Als Ersatzteil, Spendnara, was auch immer. Sattelstütze ist nicht fest, lässt sich verstellen, ist kein Problem. Ja, Pegasus. Pegasus MTB kaufen. Licht funktioniert sogar, aber was soll's. Oder ihr macht euch mit billigen Gebrauchteilen fertig. Irgend so eine Kugel oder so, Kranz. Wie gesagt, ich nicht mehr. Jetzt holen wir die Rad hier nochmal rein, bauen die Bremse ab. Ich bin schockiert. Gestern hat alt einmal frei funktioniert, heute der Fehler. Aber lieber heute als morgen. Fragt man sich, was ist denn mit dem Maguras los heutzutage? Trauben die alle nicht mehr, oder? Ist doch noch nicht alte dran. Hat Maguras und alle dran, ja? Dann so eine Problematik. Also, das schraube ich jetzt hier auseinander. Könnt ihr mal von hier aus zugucken. Also, beide. Das braucht man ja hier nur abklippen, öffnen, den Hebel öffnen und dann so abziehen. Die Seite muss ich abschrauben. So, gucken wir uns mal den Klumpen hier an. Das ist natürlich auch abgebremst, ne? Also wenn ich hier drücke, kommt der da raus, da, da. Das ist ja klar, aber was ist los? Warum kommt der nicht gleichmäßig zurück?
Okay, gut. Funst. Also ein bisschen sauber machen. Bremsbeläge ab, ein bisschen sauber machen, den Grind raus. Und dann läuft es einigermaßen wieder. Nicht optimal, aber es läuft. Und so was hier muss man abmachen. Das ist nervig. Dann läuft es ja auch nicht Räusche. Hammer, so, jetzt. War also nicht der erste Kunde, aber es war die erste dreckige Hand heute. Die schöne Vase, die ich so schön fand gestern. So schön und dann doch wieder nicht schön. Hat keinen Platz bei uns. Ja, das ist das halt. Ich muss sie wieder verkaufen, weil ich finde die echt nicht hübsch. Was soll ich machen? Naja. Stelle ich sie ein und dann schauen wir mal, was die bringt. Letzter Schluck Kaffee, dann hole ich mir neun. Ha? Das Internet frisst viel Zeit. Hm. Dir. Du hörst mich zu, oder was? Killer-Clown. Ja. Ja, keine Ahnung, deswegen. Also eigentlich bleibt es alles beim Alten. Und das für die nächsten 8 Jahre für uns. Und das ist doch gut. Ich mache das gute Ding mit meiner Sportprüfung irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber ich schaffe ich gar nichts. Meins hat Sportprüfung bald und schafft nichts und freut sich. Yay. Aber ich bin guter Dinge. Das ist sie ist voll aktimalisiert. Eine positive Einstellung ist wichtig. Ja, genau. Hey, ich kann nichts. Geil. Weiter. Wohl an, Kameraden. Doch, ich kann alles. Ein bisschen. Ein bisschen. Zwar ja. Weit weg von dem, was ich können muss, aber... Schön. Ich denke mir, das muss ich einfach nur ein bisschen trainieren. Ja, dann mach das mal. Du, ich krieg jetzt mittlerweile schon Sit-Ups hin. Habe ich vor ein paar Tagen nicht gekonnt, vor 2 Wochen. Und weißt du was, ich komme jetzt mittlerweile auch schon sehr gut an meine Zehen ran. Meine Stretch-Übungen. Oh, oh, oh. Ja. Stretchy. Das schaffe ich nicht mal Anouk. Anouk war richtig so, hey, weißt du, sie so. Naja, die macht das nicht. Ja, guck mal, ich komme jetzt ziemlich ran. Dann mach mal, lass mal die Zehen unten. Ja. Schön die Zähne. Siehst du? Das machst du im Sitzen? Faule Tool. Das muss man im Sitzen machen. Ich kann es aber auch im Stehen. Und musst du das nicht im Stehen machen? Nee, im Sitzen. Ich komme auch so mittlerweile dran. Naja, okay, jetzt habe ich. Muss mich erstmal voll warm machen. Warten Sie mal, ich mache mich kurz warm. Ich habe noch Zeit. Das ist doch toll, diese Art Deko. Set, oder? Ja, ist hübsch. Ich mag auch grün. Das ist eigentlich gut in unsere Küche. Genau. Wir müssen es halt nur mal benutzen, tatsächlich. Deswegen hätte ich ja gerne, dass ihr das alles so ein bisschen... Mach mir einen schönen Obstsalat zu meinem Geburtstag. Ich hab dir die gekauft zu deinem Geburtstag. Dass ich mir selber einen Obstsalat mache. Ja. Und? Oh, ich, ja. Genau. Nicht dir. Du denkst immer nur an dich. Ja, komm, einmal ja, darf ich das ja wohl mal auch. Ja, die ganze Zeit erzählt nur noch von sich. Ah, ich habe mich gestretcht und dann habe ich so und dann kann ich Sit-Ups und ich habe Prüfungen und ich habe gelernt und ich. Achso, interessiert dich wohl nicht. Jetzt steht man nicht so cool da hier, kann ich auch. Und deine Laschen, deine Power-Lamm-Laschen. Ich hab die nicht zugemacht, ich bin ja, du bist so voll urban, du bist so trendy-endy. Ich hab dir einfach nur nicht zugemacht. Das ist scheißegal, hast du gesehen, wie die da an der Bushaltestelle stand? Mhm. Morgenmantel und Stimmt. Schlappen. Und eine Schlafmaske. Und eine Schlafmaske auf dem Kopf. Das ist normal, so läuft man hier rum, das ist Neukölln. Nee, das ist Tempelhof. Das war Tempelhof. Was macht die da? Er hat sich verlaufen. Ja. Ja, ich würde nach Hause fahren. Muss in die falsche Richtung gehen, umso ja. Meine Bauchmuskeln. Ja, komm, zeig mal. Wo meine Bauchmuskeln? Ja, ich hab auch nicht, guck mal. Du kommst nicht gegen mich an. Beweglich. Ja, ich bin trainierter. Alle draus, alle Bauchmuskeln raus. Blop. Mensch, und ich dachte, wir essen vielleicht was zusammen. Das ist total langweilig hier. Es ist schönes Wetter.
Ah, aber irgendwie ist kein Mensch da. Ein Teller Suppe gibt es noch. Ein Teller Suppe. Toll. Anouk ist erkältet. Die braucht das. Die hat ja gegessen. Ach so. Ja, das ist jetzt nur für dich genau übrig. Ja, dann nehme ich einen Teller Suppe. Ich dachte, wir essen mal zusammen. Wieder nicht, einen Teller Suppe. Na gut, einen Teller Suppe. Okay, gerne. Schmeckt ja gut. Heute ist er eigentlich tot. Jetzt sage ich jeden Tag, aber und dann fängt es an. Vielleicht sollte ich das früh morgens gleich sagen. Oh, ist heute wenig los. Viertel zwei. Nicht ein Kunde. Nix. Nicht einer. Nicht ein einziger. Ah, toll. Seht doch mal, wie ich meine Suppe löffel. Jetzt schon über 22 Minuten steht die jetzt hier schon rum. Gott sei Dank habe ich die Kerzen angemacht. Ist ja immer so, die ganze Zeit ist nichts los und dann kommt einer nach dem anderen, wenn man das Essen auf dem Tisch hat. Und nicht ein Euro in der Tasche. Nur Blabla bis jetzt. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und kurz essen. Ist 56. Also 5, 6. Hallo. 16:22 und der erste Auftrag heute ist da. Der erste Auftrag. Krass, so werde ich nicht Millionär. Hans hat mir einen Kaffee ausgegeben, danke. Speichenbruch. 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 Also ausbauen. Rad raus. Speicher raus. Neue Speicherin. Zentrieren. Fertig. Weil hier läuft natürlich ja nicht. Schleift wie Sau. Die sind aber alle ganz schön überspannt hier, mein Gutster. Die sind alle ganz schön hardcore. Na, gucken wir mal. Also, ich war raus und schalte gleich wieder ein. Die Speicher habe ich auch schon rausgenommen. Mal ausgemessen, mal gucken, ob eine 290er reinpasst. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so. Eins, zwei, drei. So, Hinterrad raus. Wenn eine Speiche gebrochen ist, geht man halt so vor. Ne? Hinterrad raus, Schnellspanner raus. Es ist zwar nicht die Antriebsseite, aber wir müssen den Antrieb runternehmen. Wir müssen den Antrieb runternehmen, weil wir kommen natürlich nicht mit der Speiche. Die Speiche muss da rein. Und sitzt dann so drin. Da kommt man nicht durch. Deswegen Antrieb runter. Ja, na das gibt doch heute 3 Euro. Wunderbar. So mein erster Umsatz heute. Also Antrieb muss runter. Danke. Bitte. Dahin. Und lösen. Kassette runter. Diesen Schutz hier. Schutzring runter. Und jetzt kommen wir auch hier sozusagen. Wo ist er denn? So muss er durch. Wie will man das machen, wenn hier der Zahnkranz sitzt? Ist ja klar, deswegen muss der Zahnkranz runter.
Ja, das kann man einbauen. Zack. Markiert habe ich sie. Und jetzt wird Kassette wieder aufgesetzt. Vorher kann man einmal sauber machen hier so ein bisschen. Dann setze ich den Kranz wieder auf. Den Schutz wieder ein. Und Rocky Zucki alles wieder einbauen. Genau. Rocky Zucki. American Wannabe. Zack. Geil. Dann pumpen wir noch ein bisschen nach, weil es ein bisschen wenig Luft drin und das war's. Das war der erste und vermutlich einzige Auftrag heute. Gut, das war's. Dann hoffen wir mal, dass noch ein bisschen was passiert, wa? Alte Möbel, was guck mal, das sind Ohren. Alte Möbel, ich komme in den Ofen. Kamin. Heizen. Ofen. Genau. Alt, gut. Alte Möbel und junger Ofen geht immer hier zusammen. Welche Stärke denn? Na, die hier. Das ist gut. Bis 17 gehen die Flachen. Gut, eine Kiste voll gesägt. Reicht doch erstmal. Das mir reicht. Mir reicht's. Zeig mal, abreagiert quasi. Kann ich weiterhin. Da wird ein bisschen gefegt jetzt hier vorne. Gleich. Einen Monat. Fahrradmieten einen Monat für 20 Euro. Das ist heavy. Wait. Heavy weight. Da komme ich nicht mit klar. Dann stelle ich ein, weil das mache ich nicht. Ich nehme 8 Euro am Tag. Das ist völlig fair, völlig in Ordnung. Dafür sind die Räder gemacht, gewartet. Das Schloss mit dabei, alles. Das ist, macht da keinen Sinn sonst. 19 Euro im Monat nimmt der Nachbar. 19 Euro im Monat. Was nimmt der am Tag? 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 3 Euro. Das kriegt nie hin. Das kann ich vergessen. Das ist doch Quatsch, das ist doch absurd. Das ist nicht machbar. Ein NSU.
traut sie sich nicht zu sagen. Mensch, das hat doch mit der NSU nichts zu tun. Die armen NSU-Fahrräder haben so einen schlechten Ruf jetzt bekommen. Oder einen schlechten Ruf haben die Räder ja nicht bekommen, aber dieses NSU hat so einen schlechten Ruf bekommen. Wegen der NSU, das ist doch Quatsch. Das ist doch... Mann. Ich würde trotzdem NSU kaufen. Ich würde mich jetzt deswegen nicht abhalten lassen davon. Das sind gute Räder gewesen. Also wie gesagt, diese alten Räder oder so. Ja, wie die neuen sind, naja, weiß ich jetzt nicht. Aber das war eine gute Qualität. Ich mag die. Ich habe ein NSU hinten. Das fährt sich so traumhaft. Das ist genial. Du trittst rein, es geht nach vorne, fertig, aus. Mehr brauchst du nicht. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. NSU. Bloß nicht drüber nachdenken oder sowas. So, ich mache Feierabend, Leute. Ich habe ja alle durch, alles gemacht. Echt nicht viel heute und ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt jetzt. Ey, ihr sagt, die schieben alle so eine Panik hier draußen. Das ist unglaublich, ey. Das macht sich so bemerkbar hier, diese Corona. Ja, also, ey, Mann, hört bitte auf. Ich habe echt ruhiger gelebt ohne diesen ganzen Infos. Soll ich mir jetzt darum auch noch einen Kopf machen? Nee. Das kommt, wie es kommt. Das können wir nicht ändern. Der Mensch will immer alles steuern können und so und akzeptiert so wenig, dass es wahrscheinlich da nichts mehr zu steuern gibt. Die Natur wird es schon richten. Oder wird uns richten. Was will man jetzt machen, wa? Die ganze Zeit drüber reden ist furchtbar. Feierabend. Also, macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Lasst euch nicht irre machen. Ne? Geht weiter.